Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, aka Sparkoyote. Heute ein sehr interessantes Video. Ich bin hier auf so einem Spielplatz und ich möchte heute so ein bisschen über das Thema Vermögen sprechen und was das so ausmacht, gefühlstechnisch, emotional, als auch insgesamt im Leben. Und ich habe die letzten, sage ich jetzt mal, Monate sehr schnell sehr viel Vermögen aufbauen können durch natürlich hohes oder sehr hohes Einkommen im jungen Alter. Und ich glaube und ich weiß, also ich meine, ich war schon jetzt auch in der Situation, dass ich dann immer auch wieder andere Leute versuche zu finden, die im ähnlichen Alter sind, die ähnlich viel verdienen, und einfach mal so ein bisschen mit denen zu reden. Und man wird nicht so einfach fündig tatsächlich, einfach um sich so ein bisschen auszutauschen, wie geht man damit um. Vor allem ist es halt schon ein Unterschied, ob man so viel verdient und man ist 40 oder 50 Jahre, also hat doppelt so viel Lebenserfahrung, als wenn man noch relativ jung ist, mit 23 zum Beispiel, und halt noch nicht so viel Lebenserfahrung hat tatsächlich, ja. Das hat weniger damit zu tun, so mit dem technischen, strategischen, ja klar, ich weiß, Geld investieren, langfristig investieren, Aktieninvestments, Immobilien und so weiter, ist natürlich klar. Aber es geht mehr so um diese zwischenmenschliche, emotionale und auch, denke ich mal, einfach, ja, wie fühlt sich das Ganze überhaupt an? Wie geht man damit um? Und was sind so vielleicht auch Problematiken, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt technisch und physisch, sondern vielleicht auch eben mental halt eher, weil man eben so jung ist, so viel verdient, das so ein bisschen auch nicht richtig einordnen kann, weil es halt eben so ein bisschen eben sehr übertrieben ist tatsächlich, ja, so wenn man halt Monate hat, ja, wo man halt mehr verdient als andere Erwachsene oder ältere Menschen in ihrem ganzen Jahr, also in einem Jahr oder mehr sozusagen insgesamt verdienen, und wie das so ein bisschen, oder wie ich damit umgehe, was ich so, oder wie sich das halt auch tatsächlich anfühlt. Ich versuche dieses Video einfach so ein bisschen zu machen, nicht um damit anzugeben, nicht damit zu hausieren, sondern mehr einfach so ein bisschen auch für die Leute, die vielleicht auch so ein Video suchen. Und ich habe zum Beispiel auch solche Videos schon gesucht und eigentlich fast sehr wenige nur gefunden, die mir dann vielleicht auch geholfen hätten, einfach so eine andere Ansicht zu sehen oder wie andere Menschen damit umgehen, die auch sehr jung sind und tatsächlich sehr viel verdienen. Ich habe ja auch mal schon ein paar Videos zum Bezug zu Geld gemacht, wie sich das mit der Zeit dann auch verändert, wenn man wirklich sehr viel verdient. Und das so ein bisschen auch eben, es ist nicht so nachvollziehbar für die meisten. Also ich glaube, also dieses Video ist mehr für mich tatsächlich, oder eines der Videos, das viel, viel mehr für mich ist, als dass es für die meisten Zuschauer nachvollziehbar ist, glaube ich, weil also ich gehe nicht davon aus, dass jetzt hier die meisten, die jetzt meine Videos schauen, tatsächlich jetzt so viel verdienen aktuell oder halt im selben Alter sind und so viel verdienen. Ich wünsche natürlich jedem, dass er das schaffen kann. Er muss da einfach Vollgas geben und wirklich dran arbeiten. Aber, und es ist auch möglich, aber es ist dann immer noch schwer nachzuvollziehen, wenn man das halt noch nicht erreicht hat. Und ich habe jetzt vor kurzem ich habe auch ein Update dazu gemacht, Nettovermögensupdate, also die halbe Million Marke geknackt. Und wenn ich mir das halt so anschaue, ich war vor einem Jahr, hatte ich ungefähr 120, 130, 140.000, jetzt sind es schon über die halbe Million. Und wenn es so weitergeht, dann ist bis Ende ja auf jeden Fall die erste Million drin, also noch mit 23 oder 24, und das ist halt schon echt mega heftig, für mich persönlich zumindest, weil für mich ist das natürlich viel Geld und für die meisten natürlich auch. Und wie ihr wisst, ich gebe ja aktuell privat 2000 Schweizer Franken pro Monat aus, bin mega happy mit meinem Lebensstil, den ich aktuell habe, den ich halt so lebe. Und also ich bin echt mega zufrieden und natürlich umso dankbarer, dass ich tatsächlich aktuell extrem viel Geld verdienen kann. Aber wie ist es tatsächlich, oder was hat sich verändert, nur weil ich jetzt eine höhere Zahl auf dem Konto oder halt als Vermögen habe? Ich bin ganz ehrlich, so rein gefühlstechnisch oder die Gefühlslage ist nicht anders. Ja? So, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich besser fühle, weil ich jetzt zum Beispiel eine halbe Million erreicht habe. Und ich würde auch nicht sagen, wenn ich dann die Million erreiche, dass ich mich dann auch besser fühle. Ich glaube,
Ich fühle mich einfach so gut und so zufrieden, weil ich halt den Lebensstil gefunden habe, den ich aktuell gerne finde. Ob das in 5 Jahren noch so ist, das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich dann einen anderen Lebensstil, aber jetzt aktuell den Lebensstil mag ich so. Und ich habe halt auch eine Tätigkeit tatsächlich, die mich sehr erfüllt. Ja, also ich hole meine Erfüllung nicht daraus, dass ich mir jetzt zum Beispiel irgendwelche Kleider kaufen möchte. Ja, boah, es ist richtig unbequem. Dass ich mir irgendwelche Kleider kaufen möchte, sondern ich hole mir halt eben die Erfüllung tatsächlich aus der Tätigkeit. Also Videos machen, Blogbeiträge schreiben, am Webshop arbeiten. Und das ist halt so ein bisschen das, was wichtig für mich ist. Und ich habe auch zum Beispiel gemerkt, und das ist etwas, was viele Leute auch teilweise nicht nachvollziehen können. Also ich verdiene mit dem Webshop aktuell so, also Gewinn vor Steuern um die 2 bis 2.500 pro Monat. Und davon könnte ich auch schon leben. Aber ich mache natürlich, und das wisst ihr ja auch, ich bin da auch transparent mit dem Blog und YouTube-Kanal ein viel, also wirklich ein Vielfaches mehr, also wirklich ein extrem Vielfaches mehr. Und ich arbeite ja ungefähr 30%, 40% am Webshop und 60, 70% am Blog und YouTube-Kanal. Und da ist natürlich klar, dass man rein ökonomisch gesehen sagen kann, hey, die Zeit im Webshop ist ja wirklich verschwendet und die Opportunitätskosten, die du da hast langfristig, sind ja enorm und du lässt so viel Potenzial auf der Strecke liegen. Das sagen mir dann auch sehr viele Leute und oder halt auch in den Kommentaren und fragen, ja, wieso machst du überhaupt den Webshop noch? Das lohnt sich gar nicht für dich. Und ich weiß nicht, wieso, aber also für mich ist es eine ganz einfache Antwort. Und zwar die einfache Antwort ist, ich mache alle Projekte, die ich mache, nicht des Geldes wegen. Klar, ich muss von irgendwas leben, Miete zahlen und so weiter. Aber darüber hinaus, ja, darüber hinaus muss ich jetzt nicht unbedingt alles ökonomisch sozusagen oder wirtschaftlich ausrechnen und nur noch das machen, was sich wirtschaftlich lohnt für mich. Ja. Das wäre nämlich, finde ich, sehr schade, weil ich etwas aufgeben würde, was ich eigentlich sehr gerne mache und sogar profitabel ist. Einfach, ich verdiene viel, viel weniger. Ja, also ich habe es mir mal ausgerechnet, so die Opportunitätskosten, die ich da habe, also gehen schon in die höheren fünfstelligen Summen, die ich tatsächlich nicht dadurch nicht einnehmen kann, weil ich meine Zeit für ein Projekt investiere, wo ich halt deutlich weniger verdiene. Mir das aber in dem Moment oder jetzt und wahrscheinlich auch langfristig egal ist, solange ich das machen kann, was ich gerne mache. Und ich glaube, das ist auch für mich persönlich so eine Balance, dass ich auch mal hin und her mit den Projekten shiften kann. Also das sind also die zwei Hauptprojekte, die ich habe und nicht immer permanent ein Projekt verfolge, dass ich auch so ein bisschen Abwechslung habe für mich persönlich nochmal und auch so mal den Kopf frei bekomme, wenn ich mal irgendwelche auf irgendwas nicht Bock habe oder keinen Bock auf Videos oder Blogbeiträge habe, dann kann ich eben am Webshop und umgekehrt arbeiten. Und das ist so ein bisschen, ja, das dazu noch, einfach, dass ich das auch mal erwähnt habe. Aber es ist schon ein sehr komisches Gefühl tatsächlich, wenn ich mir das so hochrechne auch, weil wenn das so weitergeht, die nächsten, sage ich jetzt mal, 1, 2 Jahre, dann habe ich auf gut Deutsch praktisch, ja, kann man schon fast sagen, ausgesorgt. Und das ist halt schon ko ein komisches Gefühl, wenn es so weitergeht. Natürlich, ich weiß natürlich nicht, wie es weitergeht, aber selbst wenn es nicht so weitergeht, ist auch egal. Es ist halt irgendwie sehr speziell, ja. Also ich habe gemerkt, für mich persönlich zumindest, dass wenn dann so viel Geld da ist oder Cashflow da ist, dass das Geld für mich jetzt persönlich, ich habe auch schon Videos dazu gemacht mit Bezug zu Geld, dass so wie das Geld so ein bisschen egal wird. Es hört sich echt mega komisch an, aber also ich meine jetzt nicht, dass ich jetzt alles Geld hier aus dem Fenster werfe und irgendwelche Dinge kaufe, weil es mir egal ist, sondern ich meine halt einfach, dass so was, also ich überlege mir halt immer so, was brauche ich tatsächlich aktuell zum Leben? Was will ich machen? Was will ich mir kaufen? Und aktuell will ich mir eigentlich nichts kaufen. Und das meiste, was ich mir, wenn ich mir überhaupt was kaufe, sind rein in dem Sinn nur Mittel zum Zweck oder ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Investments. Also wenn ich mir zum Beispiel einen neuen PC kaufe, den iMac, dann ist das halt auf gut Deutsch ein Investment. Klar, ich spiele auch ab und zu mal World of Warcraft drauf, aber das ist halt ein Arbeitsgerät und
Selbst wenn das Ding 3000 Franken kostet, holt mir das Ding langfristig gesehen über die nächsten 7 bis 10 Jahre, wenn das Ding so lange hält und ich das so lange benutzen kann, ein tausendfaches raus oder mehr. Ja? Also das ist halt, wie soll ich das sagen, das ist halt dann nicht mehr so das typische Konsumieren, ja? Sondern du kaufst dann halt einfach was, wo du halt auch den Mehrwert daraus ziehst und vielleicht auch mehr daraus machen kannst. Und also so privat tatsächlich kaufe ich mir eigentlich. Also es ist echt so selten was. Ich finde das so krass. Und ich meine auch Kleider, ja. Leute mögen es zwar nicht glauben, aber ich habe das letzte Mal, glaube ich, vor 2 Jahren oder so wirklich Kleider gekauft. Jetzt bis auf Schuhe. Schuhe sind die Ausnahme, weil Schuhe, die muss man halt mal alle 2 Jahre neue kaufen oder so, wenn die durchgelatscht sind, weil ich zum Beispiel auch nur ein paar Schuhe habe. Das heißt, ich habe immer dieselben Schuhe an für 2 Jahre oder 3 Jahre. Und wenn die dann kaputt sind, hole ich mir neue Schuhe und die halten dann wieder 2, 3 Jahre. Und alles andere bekomme ich dann irgendwie geschenkt von irgendwelchen Firmen, Hoodies, T-Shirts und so weiter, auch Unterhosen teilweise oder Socken dann zu Weihnachten, wenn mir Leute unbedingt was schenken wollen. Und ja, also ich weiß halt auch nicht, das ist halt echt schwer zum so ein bisschen erklären. Und also ich bin natürlich sehr zufrieden, es hört sich jetzt so ein bisschen so melancholisch an oder irgendwie. Keine Ahnung, also es hört sich jetzt irgendwie schlimm an, dieses Video, aber nein, also ich bin natürlich sehr zufrieden. Ich will einfach so ein bisschen versuchen zu erklären, wie ich mich aktuell fühle. Also ich fühle mich gut natürlich, aber was ich so ein bisschen meine ist, ich muss mich hier umsetzen, es tut echt mega weh. Was ich halt so ein bisschen meine ist halt einfach, wie gehe ich halt mit dieser ganzen Situation um? Und ich glaube, ich nehme das hoffentlich ganz locker. Und ich nehme das Ganze auch nicht zu ernst, ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ja, also ich nehme das immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mit einer gesunden Portion Humor. Und ja, also, wie soll ich sagen, also das Geld, glaube ich, und ich habe auch schon mal ein Zitat gehört vom Jim Carrey, oder er hat das mal irgendwie so gesagt, er wünscht jedem, dass diese Person mal reich und vermögend und ja, bekannt, also famous werden oder fame werden, damit man weiß, dass das nicht alles ist, sondern andere Dinge im Leben deutlich, deutlich wichtiger sind. Und ja, klar, also solange man natürlich diese Base Needs erfüllen kann, finde ich, das stimmt sogar. Und ich erfülle tatsächlich aktuell, also so rein materialistisch, wenn ich mir Dinge kaufe oder konsumiere, eigentlich fast nur meine, oder sage ich mal, sehr stark nur die Base Needs und dann darüber hinaus noch ein paar Kleinigkeiten, wo ich mir sage, hey, das kann ich mir ja gönnen. Und also das heißt für mich dann mal ein Kinobesuch oder so oder irgendwie mal ins Restaurant gehen mit der Freundin zum Valentinstag. Aber das reicht mir dann irgendwie dann teilweise schon. Oder auch, also ich muss nicht jedes Jahr heftig in die Ferien gehen. Mir reicht dann tatsächlich auch irgendwie mal alle 2, 3 Jahre irgendwo hinzugehen, wo ich noch nicht gewesen bin, eine größere Reise zu machen. Als Ferien natürlich. Und ich weiß halt, es ist halt echt mega, es fühlt sich echt komisch an. Und also komisch in dem Sinn, dass ich eigentlich echt mega happy bin und auch habe auch mit meiner Freundin ab und zu auch schon drüber gesprochen, dass ich halt praktisch nie oder in, ich sage jetzt mal, an 100 Tagen bin ich vielleicht 1 bis 3 Tage wirklich irgendwie wirklich heftig down, aus irgendwelchen Gründen, ob das jetzt privat ist oder einfach teilweise aus gar keinem Grund, keine Ahnung wieso. Und ich mir dann zum Beispiel auch immer wieder im Kopf sage, hey, bleib mal locker, du hast eigentlich richtig geil. Auch heute zum Beispiel habe ich mir so gedacht, so, boah, ich bin jetzt heute um nach, also nach 3 bin ich aufgestanden, oh, ich muss jetzt aufstehen, tut mir leid. Also ich bin heute um nach 3 aufgestanden, also um 15 Uhr, meine Morgenroutine gemacht, war dann um 4 fertig mit der Morgenroutine und bin dann noch hängen geblieben auf dem Sofa, weil der Arthur so auf meinem Bauch gelegen ist und ich halt nicht weg wollte, weil ich wusste, dann steht er auf und dann bin ich da halt noch fast eine Stunde hängen geblieben und erst jetzt dann sozusagen rausgegangen um 5 und habe jetzt gerade 2 Videos gedreht, das ist das zweite hier und habe dann da auch so gemerkt, also auf der einen Seite habe ich so gesagt, boah, jetzt habe ich halt wirklich, also normalerweise wache ich um 12 auf, ich habe jetzt schon mal 3, 4 Stunden richtig hart verpennt. Und der Tag fängt ja schon gut an, ja, also schon richtig heftig verpennt, weil das finde ich schon fast zu spät. Aber ich habe mir dann auch einfach wieder gesagt, es hat mich so ein bisschen innerlich genervt, gestört. Aber dann habe ich mir gesagt, hey, Moment mal, ich mache mir jetzt gerade im Moment selber diesen Druck, aber dieser Druck ist gar nicht da, weil
ich diese Arbeit auch jetzt noch erledigen kann oder auch morgen erledigen kann, die ich mir vorgenommen habe. Und in dem Sinn, wie soll ich das erklären, halt ich dankbar sein sollte für diese Freiheit, dass ich halt einfach an einem Tag, wie einem, ist heute zwar Samstag, aber es gibt trotzdem immer noch genügend Leute, die halt arbeiten gehen müssen, früh am Samstag oder selbst wenn es ein Wochentag wäre und ich dann einfach bis um 3 pennen kann, die Morgenroutine mache für eine Stunde und dann mit meinen Haustieren hängen bleibe, weil ich halt einfach das gerade gemütlich finde und er halt auf meinem Bauch liegt und ich dann immer noch so dann sagen kann, okay, hey, jetzt muss ich mal aufstehen, jetzt bin ich genug hängen geblieben. Und diese Freiheit, ja, dass ich die dann auch nicht für selbstverständlich nehme, weil ich habe auch gestern auch wieder ein Gespräch gehabt mit jemandem aus der Community und er arbeitet jetzt auch daran, einen Webshop aufzubauen und mit Magic-Karten und solchen Sachen und er arbeitet zwar jetzt noch als Angestellter, aber hat halt nicht alle Freiheiten, die er eigentlich will. Er darf zum Beispiel seinen Hund, seinen Chihuahua richtig putzig, der Rico, der Chihuahua. Er darf ihn zum Beispiel nicht zur Arbeit mitnehmen, muss den also immer bei seinen Eltern abgeben, wenn er arbeiten geht. Und ich denke mir dann halt so, ich nehme es so richtig für selbstverständlich, dass wenn ich zum Beispiel von zu Hause aus arbeite, all meine Haustiere um mich herum habe, Arthur, Bruce, Rosie und so weiter, Lucy und die ganzen, also einfach alle Haustiere, ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber ja. Und dass ich das so für selbstverständlich annehme, aber das gar nicht so selbstverständlich ist, weil man halt nicht immer diese Freiheiten hat, ja, oder auch mal sagen kann, hey, oh, jetzt kann ich heute nicht arbeiten, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, spontan, und dann mache ich halt das und ich muss nicht um Erlaubnis fragen oder irgendwie, keine Ahnung was, ja, also ich nehme teilweise da Dinge für selbstverständlich, die ich vor 1,5 Jahren, 2 Jahren für mich eigentlich die Freiheiten per se gewesen sind und das hilft mir dann tatsächlich auch immer wieder so ein bisschen klarzukommen. Okay, krass, Thomas, du hast ein Bombenleben. Du hast in dem Sinn den Vorteil, dass du halt materialistisch zum Beispiel nicht so viele Dinge tatsächlich haben möchtest, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht, weil alles sonst passt. Und auch noch zusätzlich, dass du halt dir erarbeitet hast, dass du halt praktisch alles frei bestimmen kannst zu eigentlich 99,99%. Und dafür sollte ich einfach dankbar sein und das hilft mir dann halt auch immer wieder zu sehen, so shit, es könnte auch wieder anders laufen und auf das hätte ich gar keinen Bock, ja. Und man sagt ja auch immer, das Gras ist grüner auf der anderen Seite und ich glaube, ich bin auf der grünen Seite und das sollte ich entsprechend auch als das wahrnehmen. Und man merkt ja, also es ist auch so ein menschliches Problem, man gewöhnt sich an Dinge und irgendwann sind die dann normal und dann braucht man neuen Stimuli, also neue Stimulation, um wieder sozusagen diesen neuen Kick zu bekommen, ja. Und ich glaube, das ist dann eben das Problem und dann denkt man halt immer, das Gras ist grüner auf der anderen Seite, aber man merkt dann zu spät, wenn es dann nicht mehr so läuft, wie es bisher gelaufen ist, dass man auf der grünen Seite gewesen ist und jetzt nicht mehr auf der grünen Seite ist. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, egal jetzt, was man macht, dass man vielleicht auch einfach erkennt, hey, man ist schon auf der grünen Seite und wenn man auf der grünen Seite schon ist, ja, dann sollte man das halt auch als solches sehen und erkennen und nicht erst im Nachhinein sehen, ja, ich war eigentlich auf der grünen Seite und habe das nicht so genießen können, weil ich halt immer gedacht habe, das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Ja, ich hoffe, dieses Video hat so ein bisschen Einblicke gegeben, so wie es gerade bei mir mental so ein bisschen läuft. Ihr wisst ja, solche Videos sind bei mir echt immer mega, also eigentlich alle sehr spontan, also ich mache mir nie Notizen oder so. Darum wiederhole ich mich auch ab und zu mal oder schweife auch mal ab. Aber ich glaube, es sind halt auch Videos, die halt wirklich tiefe Einblicke geben und vielleicht auch so ein bisschen Mindset-technisch, vielleicht beim einen oder anderen auch resonieren und vielleicht auch Leute das ähnlich sehen oder vielleicht auch völlig andere Ansichten haben und dann auch den Input teilen wollen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so von diesem Video jetzt gehalten habt oder wie er gewisse Dinge sieht, das interessiert mich immer sehr, so ein bisschen auch eben diese Offenheit, diese offene Diskussion und einfach neue Einblicke zu sehen, neue Perspektiven zu auch sehen und diese dann auch vielleicht zu adaptieren, zu wachsen und Neues zu lernen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde sagen, abonniert gerne diesen Kanal hier, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich würde mich super freuen und checkt auch gerne den Finanzrudel Community Club ab, einfach finanzrudel.ch/
Club. Da sind wir über 600 Schweizer aktuell und insgesamt über 1200 Mitglieder. Ich würde mich also super freuen, wenn ihr da am Start seid. Da werden auch regelmäßig Community-Treffen bekannt gegeben und da kommen dann auch ungefähr 30 bis 40 Leute jeweils hier in Zürich und diskutieren halt über die verschiedensten Themen, über Investieren, Unternehmertum, Selbstständigkeit und so weiter. Da würde ich mich super freuen. Also bis dahin und bis zum nächsten Video. Tschö, Leute.